Also meiner Meinung nach hat Elisabeth Herrmann mit diesem Thriller wieder einmal ganze Arbeit geleistet. Was ihn so lesenswert macht und warum auch du als vielleicht schon erwachsener Zuschauer dir dieses Buch auf deinen Merkzettel notieren solltest, erfährst du in diesem Video. Liebe Literaturtrunkene, lieber Literaturtrunkener, Sally, Servus und herzlich willkommen zur ersten Empfehlung eines Jugendbuchs auf diesem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich erzähle dir jetzt ein bisschen was über das Buch Ravna, Tod in der Arktis, geschrieben, wie schon erwähnt, von Elisabeth Herrmann. Also mach's dir bequem und spitz die Ohren. Ich fasse jetzt mal grob die Handlung zusammen. Vardö, nördlich des Polarkreises, wo man zur Jahreswende mehrere Wochen keinerlei Sonnenstrahlen auf seiner Haut spürt und die Bewohner dort auch tagsüber in vollkommener Dunkelheit ihrem Alltag nachgehen. Kaum hat die junge Ravna ihr Praktikum bei der örtlichen Polizei angetreten, wird eine Leiche nahe der Ortschaft aufgefunden. Es handelt sich dabei um den unbeliebten Großgrundbesitzer Olle Trück, der ebenso wie Ravna zum im Norden Skandinaviens ansässigen und indigenen Volk der Samen gehört. Als Ravna ihren neuen Kollegen ihre Theorie von einem samischen Bestattungsritual unterbreitet, erntet sie nur skeptische Blicke. Schließlich handelt es sich bei dem einzigen Indiz für diese Vermutung um einen simplen Strich auf dem Boden. Als auch noch der fragwürdige und unberechenbare Kommissar Rune Thor aus der nächsten Kreisstadt eintrifft und den Fall übernimmt, befinden sich für die junge Polizeianwärterin die nachfolgenden Ermittlungen auf dem Holzweg. Schnell ist nämlich ein Verdächtiger verhaftet, doch Ravna hält an ihrer anfänglichen Theorie eines samischen Rituals fest. Schließlich ist ihre Urgroßmutter Lena eine heilkundige Schamanin, die viel von ihrem Wissen an ihre Urenkelin weitergegeben hat, und für Ravna steht fest, der Täter muss dieses Wissen ebenfalls besitzen und somit samischer Herkunft sein. Doch was soll sie tun, damit ihre Kollegen ihr Glauben schenken? Die Idee zu diesem Thriller kam Elisabeth Herrmann während einer Reise mit ihren Eltern zum Nordkap. Sie war fasziniert von der unberührten Gegend und ihren traditionsbewussten Einwohnern. Und genau diese Eigenschaften machen dieses Buch so atmosphärisch. So werden die raue Witterung und der heranziehende Winter mit seiner wochenlangen Dunkelheit sehr eindrucksvoll beschrieben, sodass man als Leser des Öfteren das Gefühl hat, als Statist der Handlung beizuwohnen. Des Weiteren werden oftmals bestimmte Begriffe in der Originalsprache verwendet, deren Bedeutung manchmal erklärt wird, sich aber auch größtenteils aus dem Kontext erschließen. Ebenfalls erfährt man einige wissenswerte Informationen über die Bräuche und Lebensart der Samen, welche ich persönlich als Volk nur vom Namen her kannte. Ein weiterer Pluspunkt sind die Protagonisten. Ihre Darstellung und Lebensgeschichte sind ansprechend ausgearbeitet. Man kann sich schnell in ihre Gefühlswelt hineinversetzen und ihr Verhalten und ihre Reaktionen nachvollziehen. Hervorzuheben ist an dieser Stelle der umstrittene Kommissar Thor, dessen unberechenbare Art auf einem sehr tragischen Ereignis beruht, welches sich 2011 in Norwegen zugetragen hat. Er und Ravna fallen recht früh als Außenseiter auf, und obwohl man zuerst denkt, dass die beiden ansonsten nichts miteinander verbindet, möchte ich vorwegnehmen, dass sie im Verlauf der Handlung eine gewisse emotionale Bindung zueinander aufbauen. Und an dieser Stelle möchte ich auch gleich das Licht im Saal wieder einschalten und das Kopfkino bei dir unterbrechen, denn dieses Buch enthält, wie sonst oft im Jugendbuch üblich, keine Liebesgeschichte. Aufgrund des Inhalts und des Sprachstils wird das Buch für Jugendliche ab 14 Jahren empfohlen. Aber hierzu muss ich noch ein Wort im Fazit verlieren.
Obwohl das Buch Ravna, Tod in der Arktis, aufgrund seiner Altersempfehlung eigentlich in der Jugendbuchabteilung zu finden ist, möchte ich auch die erwachsenen Leserinnen und Leser auf diese Geschichte aufmerksam machen. Nicht ohne Grund wird das Buch auch als All-Age-Thriller angepriesen. Im Grunde genommen ist Elisabeth Herrmanns Werk ein Thriller für jedes Alter, welcher weniger von Spannung und Brutalität, sondern eher von den auftretenden Personen und der umgebenden Atmosphäre lebt. Wer also ein Faible für Skandinavien hat, Kriminalgeschichten mag und mal wieder etwas Neues lernen möchte, in diesem Fall über das indigene Volk der Samen, dem sei dieses Buch mit einer klaren Kaufempfehlung wärmstens empfohlen. Hast du vor diesem Video schon einmal etwas vom Volk der Samen gehört? Könntest du mehrere Wochen im Jahr von morgens bis abends in ständiger Dunkelheit leben? Also meinen Respekt haben diese Menschen auf jeden Fall dafür. Falls dich das Buch interessiert, findest du in der Videobeschreibung den Link dazu, über den du es dir bestellen kannst. Solltest du neu auf diesem Kanal sein, würde ich mich freuen, wenn du kostenlos abonnierst und die Glocke daneben aktivierst. Ansonsten den Daumen nach oben nicht vergessen und gesund und stets literaturtrunken zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.